Mein Name ist Dennis und ihr seht den Sniper S YouTube Channel. Wir befinden uns heute auf dem Sniper S Schießstand, denn heute darf ich euch die neue HK45 CT als GBB Pistole vorstellen. Los geht's mit dem Review. Wie bereits erwähnt, habe ich die HK45 CT hier in der Farbe FDE heute zum Review mitgebracht. Hergestellt wird die Waffe von VFC, die offiziellen Heckler & Koch Markings liegen hier bei Umarex. Der Zusatz CT steht bei der HK45 CT für Compact Tactical, da die HK45 CT gegenüber der normalen HK45 über einen kurzeren Verschluss, ein kompakteres Griffstück und ein Laufgewinde für einen Schalldämpfer verfügt. Was diese Waffe noch so besonders macht, schauen wir uns jetzt an. Zuallererst fallen hier natürlich die bereits erwähnten und offiziell lizenzierten Markings auf. Auf der linken Seite des Schlittens wurden Markings von HK, die Modellbezeichnung sowie das Originalkaliber eingeprägt. Auf der rechten Seite befindet sich im Hülsenauswurffenster das HK-Logo und Originalkaliber. Des Weiteren sind noch die HK45 Logos auf den Griffschalen und sogar auf der Bodenplatte des Magazines eingelassen. Eine weitere Besonderheit der HK45 CT ist, dass man alle wesentlichen Bedienelemente von beiden Seiten bedienen kann. Da wäre zum Beispiel der seitliche Verschlussfanghebel, der Magazinauswurf nahe dem Abzug und natürlich die Sicherung. Die Sicherung hat noch eine weitere Funktion. Da es sich bei der HK45 CT nämlich um eine Double-Action-Pistole handelt, ist der Hammer nach dem Durchladen natürlich gespannt. Drückt man dann die Sicherung nach unten, entspannt der Hammer. Gesichert ist die Waffe dann, wenn man die Sicherung nach oben drückt. Der Hammer löst dann nicht mehr aus. Das Griffstück ist aus hochwertigem Polymer hergestellt. Interessant ist auch, dass die HK45 CT mit einem Ersatzgriffrücken ausgeliefert wird. Beim Griffstück wurde vorne noch eine taktische Rail, zum Beispiel zur Anbringung von Lampenattrappen, verbaut. Dort befindet sich auch eine Seriennummer, die jede Waffe zu einem besonderen Unikat macht. Der Schlitten ist aus Metall hergestellt und besitzt vorne und hinten die typischen Durchladehebel. Kimmo und Korn besitzen auch zur besseren Sichtbarkeit noch weiße Farbmarkierungen. Wie bereits erwähnt, verfügt die HK45 CT über ein Schalldämpfergewinde. Hier passt zum Beispiel der MK23 Tactical Silencer von Elite Force. Besonders für Spieler interessant ist auch die Einstellung des Hop-Ups, denn hier muss nicht wie bei älteren Modellen der Schlitten zurückgezogen werden, sondern kann direkt von vorne mit Hilfe eines Tools eingestellt werden. Das Tool wird in die Stange der Recoil Spring eingesteckt. Dreht man jetzt mit dem Uhrzeigersinn, erhöht man das Hop-Up, gegen den Uhrzeigersinn verringert man das Hop-Up dementsprechend. Nach dem Einstellen des Hop-Ups schauen wir uns jetzt mal das Trefferbild auf 15 Meter an. Ab die Post! Das waren einige Fakten zu den äußeren Details, zu der Bedienungsspielbarkeit. Wie es allerdings mit den Internals aussieht, schauen wir uns jetzt genauer an und dafür nehmen wir die Waffe mal auseinander. Für das Field Stripping wird zuerst das Magazin entnommen. Danach zieht man den Schlitten so weit zurück, bis man den Verschlussfanghebel herausziehen kann. Hat man den Verschlussfanghebel entfernt, kann man jetzt den gesamten Schlitten nach vorne herausziehen. Im Inneren wurden hier der Haltbarkeit wegen sogar einige Stahlteile verbaut. Zum Beispiel besteht der Hammer aus Stahl, was bekanntlich ja bei Temperaturdifferenzen wie beim Cooldown dafür sorgt, dass der Hammer stabil bleibt. Weitere Bauteile aus Stahl sind bei der HK45 CT auch die Recoil Spring und deren Stange. Hier noch ein kleiner Pflegetipp, die Internals solltet ihr regelmäßig mit Silikonöl, zum Beispiel Silikonspray, behandeln. Ausgeliefert wird die Waffe mit einem 20 Schuss Gasmagazin mit einer Bodenplatte. Wir empfehlen die BBs nicht direkt in die Magazinlippe zu laden, sondern lieber von vorne in die Kammer, indem man die Magazinfeder zurückzieht. Die HK45 CT passt übrigens in alle Passformholster für die HK USP45, hier zum Beispiel der Passformholster von IMI. Im Chronotest bei ca. 19 Grad Celsius, HK Green Gas und 0,25 Gramm BBs erreichten wir eine durchschnittliche Energie von ca. 0,9 Joule bis maximal 1 Joule, was vor allem für Spieler als Backup sehr gut geeignet ist. Zu guter Letzt, neben der Farbe FDE bieten wir die HK45 CT natürlich auch in Schwarz an. Wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gesehen habt, findet hier in diesem Review unsere erste YouTube-Verlosung statt. Wir verlosen nämlich die HK45 CT aus dem Review in der Farbe FDE. Alles, was ihr machen müsst, um daran teilzunehmen, ist folgendes. Abonniert unseren YouTube-Channel, gebt uns einen Daumen hoch hier bei YouTube und lasst uns einen Kommentar da. Unter allen Teilnehmern verlosen wir dann die HK45 CT aus dem Review in der Farbe FDE. Der Gewinner wird per Zufallsgenerator ausgewählt und von uns dann natürlich hier bei YouTube benachrichtigt. Also, mitmachen und die neue Backup kommt zu euch frei Haus. Für die genauen Teilnahmebedingungen schaut auch auf jeden Fall nochmal in die Videobeschreibung. Ich komme hiermit schon zum Ende des Reviews der HK45 CT von Umarex bzw. VFC. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Für weitere Fragen, Wünsche oder Anregungen schreibt uns eine E-Mail an video@sniper-as.de, besucht uns auf www.sniper-as.de oder schreibt mir auch hier direkt bei YouTube in die Kommentare. Das war es soweit von mir. Macht mit bei unserer Verlosung, teilt auch das Video bei Facebook, wenn ihr wollt. Ich gehe noch ein bisschen auf die Shooting Range, das Magazin leer schießen. Wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.